für den 1. Mai heute auf der DGB-Demo. Wir sind gerade am Römer angekommen und wir waren heute hier im antikapitalistischen und feministischen Block bei der Demo. Wir sind momentan mit sehr vielen Krisen gleichzeitig konfrontiert. Wir stecken immer noch in einer Pandemie. Die Corona-Krise beschäftigt uns seit mehreren Jahren. Die Preise steigen, die Löhne nicht, die Mieten werden Wahnsinn. Und die Gewerkschaften, die gerade in den Tarifverhandlungen drin sind, verhandeln einfach deutlich unterm Inflationsniveau. Also wir haben eine Inflation von 7%, verhandelt wird aber mit einer 2,4% Steigerung. Das ist einfach viel zu wenig. Und gerade der Status quo, der vor allem bei PflegerInnen und ErzieherInnen sowieso schon zu wenig war an Gehalt, wird eben damit nicht mal gedeckt mit den steigenden Kosten. Die Sorgekrise, die Care-Arbeitskrise, das ist auch für uns als feministisches Streikkollektiv sehr zentral, sich damit auseinanderzusetzen. In unserer Gesellschaft ist Arbeit nämlich anhand der Geschlechter zugeteilt. Dabei gilt die Haus- und Sorgearbeit als ein vermeintlich natürlich weibliches Tätigkeitsfeld und wird deshalb weniger wertgeschätzt und entlohnt. Das jetzt gesagt wurde, weil ja Geflüchtete aus der Ukraine, auch viele Frauen und Kinder und ältere Menschen kommen, dass sofort gesagt wurde, naja, dann brauchen wir jetzt ukrainische Frauen in den Kitas und in den Schulen, die schon so eine Vorbildung haben, die da sofort diese Tätigkeiten übernehmen. Und ich finde, da wird überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass an der Stelle auch geschlechtliche Zuschreibungen passieren. Ja, das zu kritisieren und aber gleichzeitig auch zu sagen, naja, wir müssen auch mal darüber nachdenken, wer macht in unserer Gesellschaft zu welchen Bedingungen die Arbeit. Und eben gerade illegalisierte Migranten machen das auch sehr oft unsichtbar und halten eigentlich damit den ganzen Laden am Laufen. Aber erfahren tatsächlich auch, finde ich, von Gewerkschaften noch nicht die Unterstützung, die es eigentlich bräuchte an der Stelle. Diese Entwertung hat System. Sie ist Teil eines patriarchalen und kapitalistischen Systems, was auf Ausbeutung setzt und Profit über alles stellt. Es ist ein System, das lieber 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr steckt, als den Notstand in unserem Sozial- und Bildungssystem zu beheben. So kann es nicht weitergehen. Wir würden uns tatsächlich wünschen, dass auch mehr linke und queere Gruppen aktiv in Streiks sozusagen mit am Start sind und sich da auch aktiv solidarisieren. Und dass sozusagen auch eine linksradikale, eine queerfeministische Politik sich nicht nur jenseits der Arbeitsverhältnisse, sei es bezahlte oder unbezahlte Sorgearbeit abspielt, sondern dass das auch sozusagen in die Kämpfe stärker einfließt und dass das stärker auch in den eigenen Strukturen mitgedacht wird. Dass man eben auch sozusagen den Streik als wichtiges und auch radikales Kampfmittel wieder repolitisiert und wieder ja auch für sich selber nutzt und sozusagen nicht immer nur Demo das Mittel der Wahl ist oder Blockade, sondern dass man auch versucht, Protest- und Kampfmethodiken wieder stärker sozusagen ja, zu radikalisieren und miteinander zu verbinden. Wir brauchen einfach eine feministische und auch antikapitalistische Perspektive, eine viel stärkere Gewerkschaftsarbeit, die eben auch nochmal sich deutlich von diesen kleinen Veränderungen abhebt, die einfach sagt, okay, wir verändern wirklich was. Es ist, glaube ich, auch so ein Wechselverhältnis und an manchen Stellen aber durchaus schon mal eine radikale, aber immer noch solidarische Kritik, die wir da üben. Aber trotzdem halt ganz wichtig, zusammenzukämpfen und sich auch halt auch nicht so spalten zu lassen. Und ich würde sagen, dass das auch einfach eine Bereicherung für so eine Demo ist, um einfach auch nochmal vielleicht auch eine jüngere Perspektive von jüngeren Menschen mit einzubringen, wo eben gesagt wird, okay, hey, wir sind gerade die, die kurz vor ihrer Ausbildung stehen, die kurz vorm Abschluss stehen, die gerade mit der Lohnarbeit beginnen und die einfach die sich dieses Leben mit 7% Inflation nicht mehr leisten können. Dass wir einfach zeigen, okay, es gibt nicht nur so eine mittelbürgerliche Gesellschaft. Jetzt gerade in dieser Zeit, wo die Arbeiter dann wirklich auf dem Zahnfleisch laufen und der DGB mal die Chance hätte, sich um seine Leute zu kümmern, macht er das einfach nicht. Und gerade deshalb brauchen wir natürlich eine kämpferische und revolutionäre Antwort auf Krieg und Krise.
Wenn der DGB sie nicht liefert, dann tun wir das. Die Antworten der Politik sind natürlich für uns ein einziger Witz. In der Pandemie wurde Gesundheitsschutz beim Arbeiten fast nicht beachtet. Wir müssen alle Kosten tragen. Wir müssen sogar unsere eigenen Rettungspakete finanzieren, die der Staat mit Steuern eintreibt. Denn dieser Staat, historisch gewachsen natürlich, schützt die Eigentumsverhältnisse. Er schützt die Kapitalistinnen und er stellt Profite über Menschenleben. Und er stellt natürlich auch Profite über unsere Existenz hier in Deutschland. Es war der 1. Mai, wir haben es nicht vergessen. Die Demonstration im letzten Jahr ist natürlich schon eskaliert. Also so einen Gewaltexzess hatten wir in Frankfurt lang nicht mehr. Die Polizei ist wegen Rauchtöpfen in die Demo reingerannt und hat mit Teleskopschlagstöcken Arme, Hände und sogar Schädel gebrochen. Und so ein Gewaltexzess, da haben wir natürlich überhaupt keinen Bock drauf. Uns ist es wichtig, heute unser Anliegen und unsere Inhalte zu vermitteln. Aber wir lassen uns von der Polizei natürlich auch nicht vorschreiben, wie wir zu demonstrieren haben. Wir wissen, die Polizei schützt die Interessen der Herrschenden. Deswegen kommen wir zwangsläufig immer wieder mit ihr in Konflikt. Wir scheuen diesen Konflikt nicht, aber wir suchen ihn auch nicht explizit und vor allem nicht heute. Die Verwaltung der Pandemie, der Krieg in der Ukraine, aber auch alle imperialistischen Kriege weltweit, die steigende Inflation, die auf Rekordhöhe ist, all das, all diese Krisen werden vom Kapitalismus produziert. Und natürlich die präsenteste ist im Moment so die Pandemie oder die Folgen der Pandemie und der Ukraine-Krieg. Und wenn jetzt alle für Krieg jubeln, ob das Grüne sind, ob das Rüstungskonzerne sind, ganz egal, dann sollen sie gerne an die Front gehen. Unsere Aufgabe ist es aber hier, dieses Säbelrasseln zu unterbrechen. Lasse den Klasse, gib den Krieg, auf den Kapitol, bis der Frieden sieht. Lasse den Klasse, unsere Aufgabe ist es, der Bourgeoisie die Waffen aus der Hand zu schlagen und konsequent für die Interessen von unten einzustehen und nicht die Kriege der Herrschenden zu führen. Das Kriegsbündnis NATO und die Rüstungskonzerne hier, die alle nach Krieg schreien und jubeln, für uns sind diese der Hauptfeind. Unsere Position und Inhalte, die wir außerhalb dieser historisch gewachsenen traditionellen Demonstration vermitteln, das ist natürlich die hauptsächliche Arbeit. Und die findet einfach überall dort statt, wo das Leben ist, in den sozialen Kämpfen, in den Betrieben. Und unser Hauptanliegen ist es natürlich, linke und revolutionäre Positionen mehrheitsfähig zu machen, indem wir die Leute mit Veranstaltungen, mit Bildungsangeboten, mit Gesprächen und mit einer starken Organisierung von unten sie überzeugen. Denn nur diese starke Organisierung gegen die Herrschenden wird letztendlich Ausbeutung und Unterdrückung beenden. Quanto per la libertà!